Liebe Studierenden, die nächste Frage beschäftigt sich mit dem richtigen Schreibstil. Von daher werden wir in diesem Tutorial die Frage behandeln, wie finde ich den richtigen Stil? Zunächst ist dazu zu sagen, dass die Frage des Stils immer eine sehr persönliche Frage ist. Das bedeutet, jede Person hat seinen eigenen Stil, ihren eigenen Stil und so werden Sie Ihren eigenen Stil finden, wenn Sie wissenschaftlich schreiben. Dennoch gibt es ein paar Regelungen, die wir Ihnen hier heute gerne mitteilen möchten. Zunächst einmal ist der Stil besonders wichtig, denn wer unscharf schreibt, hat eventuell auch unscharf gedacht. Daher das Sprichwort oder das kleine Zitat, das wir mitgebracht haben, auf die sprachliche Ausarbeiten sollte geachtet werden, denn es entsteht leicht der Verdacht, wer unscharf schreibt, hat auch unklar gedacht. Von daher versuchen Sie, möglichst scharf zu schreiben und die Dinge auf den Punkt zu bringen. Wir haben einen Schreibprozess, das heißt, Sie schreiben letzten Endes mehrfach. Ich würde Ihnen immer empfehlen, zunächst einmal die Formulierung so aufzuschreiben, wie Sie sich das gedacht haben, auch wenn sie nicht besonders elegant ist. Von daher die erste Version eines Satzes beispielsweise, schreiben Sie ihn richtig auf und möglichst präzise. Es muss nicht unbedingt schön sein auf den ersten Entwurf. Von daher, auch wenn Sie denken, der Satz, der hört sich nicht so richtig toll an, schreiben Sie ihn dennoch erstmal auf. Sie können ihn nachher immer noch mal umschreiben oder auch sogar verwerfen. Unnütze Wörter und Sätze sollten Sie im Laufe des Schreibprozesses dann auch immer wieder entfernen. Da haben wir gleich auch noch mal ein kleines Beispiel zu. Der Schreibprozess sollte immer parallel zum Forschungsprozess ablaufen. Das heißt, Sie sollten lesen, Literatur durchlesen und parallel schon sich eigene Zusammenfassungen machen. Natürlich nicht alles identisch abschreiben, das behandeln wir in einem weiteren Kapitel zum Zitieren. Aber Sie sollten sich eigene Formulierungen übernehmen, wie Sie die Gedanken des Autors, den Sie zitieren wollen, zusammenfassen würden. Die Probleme werden hierbei sehr schnell deutlich, auch Zusammenhänge werden deutlich. Und es verhindert, dass Sie nachher wichtige Details vergessen. Der Schreibstil sollte möglichst auf den Punkt sein, präzise sein. Er sollte lesbar sein, aktiv oder passiv. Das müssen Sie entscheiden. Im Deutschen wird häufig eine passivische Redewendung verwendet. Im Englischen, wenn Sie schreiben, wird häufig ein aktivischer Stil verwendet. Die Zeit ist auch eine Frage, das heißt, schreiben Sie in der Vergangenheit oder aktiv im Präsens. In der Vergangenheit sollten wirklich immer Dinge beschrieben werden, die auch in der Vergangenheit stattgefunden haben. Letzten Endes sollten Sie konsistent bleiben und Ihrem eigenen Schreibstil treu bleiben. Wir haben ein kleines Beispiel nochmal mitgebracht, das zeigt, dass Sie möglichst präzise schreiben sollen und dass Sie versuchen sollten, Dinge, die unnötig sind, so wie wir es gerade schon gesagt haben, zu streichen. Das Satz zeigt, die Kunst zu schreiben ist es, so viel zu streichen, dass deutlich wird, was der Satz bedeutet. Hier überlegen Sie bitte einen Moment, welche Dinge kann man denn jetzt streichen in diesem Satz, damit sein Sinn erhalten bleibt und alle wichtigen Informationen für den Leser enthalten sind. Beispielsweise könnten Sie in diesem Satz das Wort es streichen. Die Kunst zu schreiben ist, dann so viel streichen. Dann kommt ja, das Wort zu streichen. Und auch den Rest können Sie streichen, sodass letzten Endes nur noch übrig bleibt, die Kunst zu schreiben ist zu streichen. Dann haben Sie genau dieselbe Bedeutung, wie wenn Sie diesen Satz, der hier über vier Zeilen geht, den haben Sie relativ stark zusammengekürzt auf zwei Zeilen oder sogar eine, je nachdem, wie Sie es formatieren. Zeigt aber, überflüssige Wörter sollten Sie auf jeden Fall herausnehmen, sodass der Satz an Klarheit gewinnt. Wichtig ist auch beim Schreiben, dass Sie alltägliches Schreiben von wissenschaftlichem Schreiben unterscheiden können. Von daher geht es hier beim wissenschaftlichen Arbeiten und beim wissenschaftlichen Schreiben nicht nur darum, eine Meinung zu vertreten, sondern es geht darum, Hypothesen aufzustellen und im günstigsten Falle diese auch nochmal zu überprüfen und zu testen. Eine Meinung wäre beispielsweise,
Sie müssen wirklich an einer Sprache interessiert sein, um diese erlernen zu können. Sie sehen hier, wir haben hier 13 Wörter mit ungefähr 15%iger lateinischer Herkunft. Wenn wir dieses nun wissenschaftlich als Hypothese formulieren, zum Beispiel Motivation ist ein Erfolgsfaktor zum erfolgreichen Erlernen einer Sprache, haben wir einen viel kürzeren Satz und einen wesentlich höheren Anteil an lateinischen Wörtern mit lateinischer Herkunft. Sie müssen wirklich an einer Sprache interessiert sein, ist hier nun die Motivation, eine Sprache zu erlernen. Um diese erlernen zu können, ja, hier geht es um Können, was sind Erfolgsfaktoren zum erfolgreichen Lernen, und das haben wir hier einmal wissenschaftlich als Hypothese ausformuliert. Das sollten Sie auch immer berücksichtigen, wenn Sie wissenschaftlich schreiben, dass Sie möglichst Fachtermini benutzen. Was ist noch zu berücksichtigen beim wissenschaftlichen Schreiben? Zunächst, Sie sollten eine klare Struktur haben, wie wir das auch bei der Gliederung schon besprochen haben, damit Sie eine Übersicht bekommen und auch der Leser eine Übersicht erhält. Sie sollten Ihre Quellen verwenden, um letzten Endes Ihre Gedanken auch stützen zu können. Sie sollten referenziert arbeiten, das heißt, Sie brauchen Referenzen und Quellen. Sie sollten explizit sein, Sie sollten Fachtermini verwenden und ungenaue Begriffe und Ausdrücke vermeiden. Sie sollten objektiv schreiben, das heißt, das bedeutet, dass der Text auch von anderen überprüft werden kann und allgemein gültig ist. Er sollte neutral sein und frei von Meinungen. Es geht jetzt nicht beim wissenschaftlichen Arbeiten, eine oder ihre Meinung allein darzustellen, sondern es geht darum, verschiedene Meinungen von Autoren gegenüberzustellen, abzuwägen, um nachher zu einer eigenen Meinung zu kommen. Sie sollten begründet schreiben, das heißt auch hier nochmal durch Quellen gestützt und Argumente gestützt schreiben. Und ja, die Formalia sollten natürlich beachtet werden. Das heißt, Rechtschreibung und Grammatik sind sehr, sehr wichtig beim wissenschaftlichen Arbeiten. Wie viel sprachliche Abwechslung brauchen wir? Das ist immer wieder die Frage, weil Sie sind es gelernt aus der Schule, möglichst abwechslungsreich zu formulieren. Das ist aber nicht immer der Fall beim wissenschaftlichen Schreiben. Wir brauchen Abwechslung da, wo es vielleicht zu viel Ähnliches gibt, zum Beispiel bei Satzanfängen. Sie sollten bei Satzanfängen immer darauf achten, dass Sie die richtigen Konjunktionen verwenden, um letzten Endes den Leser auch in eine Richtung zu leiten. Zum Beispiel daher, dabei, dafür oder auch dagegen zeigt dem Leser schon, in welche Richtung es geht. Oder auch innerhalb der Sätze kann es gerne auch zu sprachlicher Abweichung oder Abwechslung kommen. Dahingegen sollten Sie auf Abwechslung verzichten, wenn es um Fachtermini geht. Beispielsweise, wenn ja, ein Wort durch ein anderes ersetzt wird, vielleicht eine etwas andere Nuance hat, sollte dies vermieden werden, weil es geht darum, beim wissenschaftlichen Arbeiten wirklich immer präzise zu schreiben. Wir haben beispielsweise das Beispiel hier mitgebracht, Kunde, Käufer, Nachfrager, Konsument oder Mandant. Hier handelt es sich um ja, ähnliche Wörter, die mal eine leichte andere Nuance haben. Sie sollten sich auf eins einigen, zum Beispiel immer nur von Kunden reden, damit der Leser nachher nicht verwirrt ist und überlegt, ob er eventuell umdenken muss. Willkürliche Änderungen der Reihenfolgen sollten Sie auch vermeiden. Das heißt, wenn Sie vorher eine Reihenfolge festgelegt haben, A, B, C und so weiter, sollten Sie diese auch weiterhin im Text verfolgen. Wir haben ein paar stilistische Stolpersteine nochmal mitgebracht, die Sie vermeiden sollten. Zum Beispiel Fachausdrücke und Abkürzungen müssen an die Zielgruppe, an das Fachpublikum angepasst sein. Bei Abkürzungen auch bitte darauf achten, dass diese im Text zunächst einmal ausgeschrieben werden, in Klammern gesetzt werden mit der Abkürzung und diese dann auch abgekürzt weiterverwendet werden kann. Auch die Nennung im Abkürzungsverzeichnis ist wichtig. Umgangssprachliche Wendungen und einen saloppen Ton sollten Sie vermeiden. Schreiben Sie möglichst wissenschaftlich, das heißt jetzt nicht möglichst kompliziert, sondern mit den Fachtermini, die Sie in der Literatur auch finden. Vermeiden Sie die Ich-Form. Es gibt viele Studentinnen und Studenten, die aus der Ich-Form eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Das sollten Sie vermeiden, weil es geht nicht um Ihre eigene persönliche Meinung, sondern um eine objektive Auffassung, wo Sie verschiedene Dinge gegeneinander abgleichen. Vermeiden Sie weiterhin relativierende Wörter, wie zum Beispiel wo, fast,
gewissermaßen eigentlich, da kommen noch weitere hinzu, wie zum Beispiel vielleicht. Das sind Füllwörter, die Sie letzten Endes nicht brauchen werden. Lesen Sie nachher von daher immer noch einmal Korrektur und schauen Sie, welche Wörter Sie streichen können. Ja, Umschreibungen und Plattheiten, Plattitüden sollten Sie vermeiden und auch den Versuch vermeiden, immer Ihren Gedanken in das rechte Licht zu rücken, um sich eventuell selber Mut zuzusprechen. Die optimalste Alternative oder einzigste Alternative würde ich hier auch vermeiden, solche Formulierungen, das einzig richtige Modell, sondern es geht darum, immer Dinge objektiv gegeneinander zu stellen, abzuwägen und dann zu einem Schluss zu kommen.